Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute wieder mit Glut des Schmiedereichs, dem Sieger, die Beute. Ist die nächste Challenge und wir müssen hier Schilde aufbauen. Und zwar, wenn ein Gegner Elementarschaden erlitten hat, verleihen uns das Schildstärke. Maximal 5. Aber der Schaden des Gegners steigt um 1. Hier ist jetzt halt die Frage. 8 Leben hat er ursprünglich, 8 und 7. Das ist halt die Frage, ob man nicht sogar ein 5 Runden Limit macht und denen so näher bei, ne, Moment. Wenn man ihnen das hier nicht gibt, genau, wie viel bräuchte man dann noch? So? Erhöhte LP plus 5? Dann haben die ja quasi 13, 13 und 12. Das ist ja eigentlich gar nicht... Wollen wir das mal probieren? Das probieren wir, glaube ich, mal. Was haben wir jetzt für ein Rundenlimit? 5 oder 6? Ich glaube, ich habe gerade mit 6 gedacht und jetzt haben wir nur 5. Kann das sein? Oh, man. Warum immer den schwierigen Weg wählen? Okay, das gefällt mir echt nicht so gut. Das ist sehr gut. Oh, er startet direkt mit Kryo auf sich. Direkt neu. Ach man, jetzt haben wir so gut gewürfelt. Das wusste ich nicht. Meine Güte, ey. Mist. Ah, okay, das ist ja geschenkt, wenn der direkt mit Kryo startet. Ich weiß nicht, wir würfeln jetzt so schlecht, ne? Ich starte es jetzt so lange neu, bis wir nochmal gut würfeln. Ist das ein Anfang? Na gut, ich glaube, es ist gut genug. Mal schauen. Eigentlich nicht. Eigentlich ist es echt schlecht. Ja, wir kriegen jetzt direkt ein Schild. Das ist echt nice. Okay. Ach, Moment, der hat ja nochmal... OMG. Ich hätte nochmal mit Oz angreifen können, theoretisch. Okay. Na egal. Aber zählt das auch in der Endphase? Weil Ost macht ja in der Endphase auch Elementarschaden. Kriege ich dann trotzdem ein Schild? Bitte sag ja, bitte sag ja. Yes! Oh, tatsächlich. Okay, let's go. Okay. Es fühlt sich gerade irgendwie zu einfach an. Ich glaube, ich vergesse irgendwas. Wir bräuchten auf jeden Fall mal ein Jadegemach, weil so wird es niemals was mit dem Würfeln, wenn wir das Würfeln dem Zufall überlassen. Jadegemach lässt uns wie immer im Stich. Zack, boom. Okay, der macht jetzt Hydro-Schaden, also müssen wir auf Bennett. Er greift noch zweimal an. Das ist das, was ich übersehen habe. Okay. Na gut, wenn er uns jetzt einfriert, kann uns das ziemlich egal sein. Dann kriegt er sogar noch mehr Schaden. Weil er immer noch das Kryo-Attribut auf sich hat. Also juckt uns das eigentlich nicht. Er hat eine tricky Combo. Er hat eine tricky Combo von Elementen. Kryo, Hydro und Elektro ist echt ätzend, ja. Die Frage ist, was ist seine Spezialfähigkeit? 5 Punkte, aber nicht Kryo-Schaden? Ach Mann, warum würfeln wir denn jetzt so schlecht? Das könnten wir easy first try schaffen. Ah ja, gib mir die schlechtesten Würfel und immer noch kein Jadegemach, wirklich.
Macht tatsächlich physischen Schaden. Sehr interessant. Dann geben wir Bennett mal hier sein Zeug. Nee. So. Genau und so. Bam. Haben wir einen fetten Fünfer-Schild, kriegen quasi keinen Schaden. Aber jetzt macht er dann was? Elektro und Hydro nochmal. 5 Punkte Elektroschaden. Und dann noch 1 Punkt Hydro, also 2. Also wenn ich auf die Okeanide wechsle, kann sie alles überleben. Hat dann halt nur noch ein Leben. Ja, okay, das ist das, was ich übersehen habe. Die brauchen alle nur 2 Punkte Aufladung für ihre Spezialfähigkeit. Das heißt, die machen echt viel Schaden. Das ist das, was ich übersehen habe. Glaube ich. Ja, und wir machen tatsächlich überhaupt keinen Schaden. Also gefühlt hätte ich schon mehr Schaden machen sollen. Das ist das, was ich fühle. Ja, und eigentlich ist es echt bescheuert, weil die Okeanide macht ja eigentlich die ganze Zeit in der Endphase. Wir müssen eigentlich so einen krassen Schild aufbauen mit den Beschwörungen. Aber ich hatte nur einmal Ost bis jetzt in dem Duell. Das ist ja auch ziemlich bescheuert. Na gut, jetzt können wir es nochmal rumreißen sozusagen. Oh, jetzt macht die 4. Der greift jetzt 4-mal an, dieser Saupriester. Ja. Oh. Okay, das hätte ich gar nicht gebraucht. Ups. Okay, die tötet den jetzt. Okay. Ja, ich glaube, wir können dann trotzdem nichts mehr machen, aber egal. Okay. Ich kann Bennett noch den Generalshelm geben, I guess. Ich glaube, Fischl überlebt sogar. Das heißt, wir können dann sogar nochmal Ost machen. Wir kriegen sogar noch den Schild. Okay, ich glaube, wir haben es sogar. Die Spezialfähigkeit von Fischl hat uns echt gerettet. Die wir mit diesem einen Standardangriff, glaube ich, aufgebaut haben. Die haben uns jetzt, glaube ich, echt gerettet. Na, jetzt haben wir nochmal 2 Punkte Schild. Jetzt greifen wir mit Oss an, haben wir 3 Punkte Schild. Das heißt, sie überlebt den Angriff auch noch, den nächsten. Nicht, dass wir das unbedingt wollen, dass sie so viel überlebt. Kein einziges Jade gemacht, gezogen. Was ist eigentlich in dem Duell los? Mein halbes Deck gezogen. Oh, doch, hier ist es. Na, Mann. Aber trotzdem viel zu spät. No rest for the wicked. Genau, der kommt jetzt quasi nicht zu uns durch. Oh, die machen noch so viel diese Runde. Aber nur wenn ich den mit Blitzaxt nicht töte. Und wenn ich ihn töte, kriege ich 2 Würfel zurück. Zwar kein Schild, aber 2 Würfel. Und jetzt kriege ich nochmal ein Schild. Und ich beende meinen Zug und er würde jetzt nochmal 7 Schaden bekommen oder so. 5, sogar 8 Schaden würde er sogar noch bekommen. Ah ne, doch, es wären 7 gewesen. Aber egal. Er ist so oder so besiegt. Er hätte 7 Schaden bekommen und ich nochmal 3 Punkte Schild. Das heißt, das Ding war nicht mal ansatzweise knapp. Okay, nice. Das ist ein bisschen langweilig, weil ich jetzt dreimal das gleiche Deck benutzt habe für alle 3 Herausforderungen bis jetzt. Aber, naja, wenn es funktioniert, warum soll ich es ändern, ne? Danke euch fürs Zuschauen. Ich sag vielmals...
Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao.